Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einer Top 10 zu den Karten aus Dimension of Chaos gebe ich euch einen kleinen Überblick über die besten und höchstwahrscheinlich teuersten Karten aus dem Set und dann kleine Anleitung halt, was ihr am besten auf der Sneak, die dann am Wochenende stattfinden wird, ergeiern könnt, ertauschen, ertraden, abzocken, wie auch immer man es nennen will. Wir werden höchstwahrscheinlich auch auf einer Sneak sein, bei uns im Funtainment. Und wie immer einen Vlog drehen oder sowas. Aber egal, fangen wir mal an, damit ihr nicht so hart leidet auf der Sneak. Als erstes haben wir da Cosmo Strawman. Cosmo krass gehypt. Hab auch ein Review zu den Supportkarten gemacht. Könnt ihr euch nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Und der ist halt ultra rare. Wird zweimal gespielt, höchstwahrscheinlich. Zwei bis dreimal sogar. Cosmo Bauernmädchen ist auch nur eine ultra rare. Aber 80 Euro aufwärts. Und viele unterschätzen, also nicht unterschätzen, aber spekulieren, dass die Karte nicht so hoch gehen wird, aber ich glaube, da leiden die einfach nur und wollen die Wahrheit nicht wahrhaben. Also die Karte auf jeden Fall die beste Ultra Rare aus dem Set. Dann als nächstes haben wir noch eine Cosmo-Karte, zwar der Destroyer Secret Rare. Wir haben ja mehrere Cosmo-Spieler im Team und ich scherze ein bisschen herum und schreibe immer die ganze Zeit, dass ich hoffe, dass der auf 150 Euro geht, damit die ein bisschen leiden und dann. Und dann gibt es eh immer Chaos im Chat, wenn ich sowas schreibe und totale Leiden. Aber er wird auf jeden Fall sehr hoch gehen, denke ich mal. Ich finde den einfach zu krass und nach Bauernmädchen ist er einfach die beste Cosmo-Karte. Secret Rare dreimal. Ich denke, Playset auch so. Also einer 80 bis 100 Euro wahrscheinlich. Ist meine Spekulation. Ich hoffe 150, weil ich mir wie immer Cases kaufe und natürlich ein bisschen Plus machen will. Aber Cosmo ist halt stark gehypt und ich denke mal, jeder weiß Bescheid und wird nicht leicht sein, den ranzubekommen. Dann haben wir Magispector Raccoon, Bunbuku. Ist ultra rare. Magispector vor kurzer Zeit eigentlich richtig stark gehypt. Aber dann kam Cosmos und Cosmos Support und seitdem hört man eigentlich gar nichts mehr von Magispector, weil die ziemlich schlechtes Matchup gegen Cosmo haben. Zudem habe ich auch ein Review gemacht, könnt ihr auch abchecken. Ansonsten, der ist halt ultra rare. Dann haben die noch eine Falle, die ist auch ultra rare. Zu der komme ich noch später. Ansonsten, alles andere ist Super Rare und drunter. Also das Deck wird nicht so teuer, weil die 2000 halt diese zwei Ultra Rares sind, aber ich denke mal, trotzdem vom Preis her relativ stabil. Magispector ist immer noch relativ stabiles Deck, kann auch was und deswegen denke ich, die Magispector Ultra Rares sind solide, wenn man sie zieht, sollte man sich darüber freuen. Ist auf jeden Fall echt in Ordnung. Dann haben wir ein Synchro-Monster, Scarlet Red Dragon Archfiend, Secret Rare. Der ist ziemlich krass. Zudem gibt es natürlich auch ein Video, könnt ihr abchecken. Und zwar haben wir ein paar Karten, ein paar interessante Karten aus dem Set besprochen. Und für alle war halt der interessanteste. Level 8 Synchro-Monster kann man in jedem Deck spielen, in jedem Deck ausbringen. Und zerstört einfach gegnerische Monster und gibt den Schaden. Richtig krasse Karte. Und ausgehend vom Meta und welche Decks gespielt werden, ist der auf jeden Fall Staple als 8er Option. Deswegen denke ich mal vom Preis her auf jeden Fall Potenzial. Falls er am Anfang nicht so viel gehen wird, aber mich würde es auch nicht überraschen, wenn er richtig krass abgeht vom Preis her. Dann haben wir Ignite Reload, Schnellzauberkarte. Nicht nur für Ignite, sondern allgemein Pendel Decks. Und deswegen denke ich auch, dass die Karte Potenzial hat, da in der Zukunft nur noch Pendel Decks rauskommen werden, beziehungsweise noch mehr. Und dann könnte das so eine Staple-Karte werden, so wie, keine Ahnung, damals Pot of Duality oder Upstart Goblin oder sowas. Halt nur für Pendel Decks. Kannst eine Anzahl an Pendel Monstern von deiner Hand vorzeigen, reinmischen, dann dieselbe Anzahl wieder ziehen, plus 1, was halt Ausgleich macht, im Gegensatz zu anderen Draw-Karten bisher, wie Nachladen oder Magical Mallet oder sowas, magischer Hammer. Und die Tatsache, dass es in Japan kommen war und bei uns Ultra, denke ich mal, wird die Karte Potenzial haben. Ich würde mir auf jeden Fall sicherheitshalber ein Playset ranholen, man weiß nie. Dann die nächste Zauberkarte ist auch Secret Rare, Painful Decision. Du kannst einen Level 4 oder niedriger Normal Monster von deinem Deck auf den Friedhof schicken und dann ein Monster mit demselben Namen von deinem Deck auf die Hand holen. Also einfach so eine Art Searcher-Karte plus Mill-Karte. Momentan gibt es nicht so viele Decks, die das spielen könnten, sollten, außer halt eben Ignite. Da ist es eine ziemlich gute Karte. Aber allein die Tatsache, dass es eine Searcher-Karte ist und Secret Rare, da schnuppere ich einfach Potenzial und auch die direkt dreimal ranholen, Jungs. Wenn nicht öfter, wenn nicht einfach so oft wie es geht und dann, das ist so eine Karte, die hat Potenzial irgendwann zu explodieren und vom Preis her richtig krass abzugehen. Es sei denn,
Reprint kommt davor oder sowas. Dann kommen wir zu den Fun-Karten. Da haben wir als erstes Blazing Mirror Force. Scheint so, dass die jetzt in jedem Set eine Mirror Force Fallwork rausbringen. Die ist halt so wie Mirror Force und Ring der Zerstörung zusammen. Falls ihr mehr zu der Karte wissen wollt, checkt das Video ab zu den Dimension of Chaos Karten, das wir gemacht haben. Ansonsten auch bei der Karte richtig Potenzial. Wir haben es bei der anderen gesehen. Storming Mirror Force war auf 15 Euro. Keiner hat sich dafür interessiert. War zu der Zeit halt nicht spielstark und jetzt ist sie am Steigen. Und eigentlich sollte das bei jeder Mirror Force so sein, deswegen die auf jeden Fall in meinen Top 10. Dann kommen wir zu der Magic Spectre Falle. Die ist halt ultra rare. Mich wundert es, dass die Magic Spectre Counter Falle kommen ist und die halt dafür ultra. Aber die ist trotzdem nicht schlecht, wird man trotzdem spielen und allgemein, also das Magic Spectre Deck wird wahrscheinlich, denke ich mal, nicht so krass abgehen. Auch vom Preis her und von der Spielstärke her, aber ist halt so richtig in der Mitte, richtig solide von den Karten her, vom Preis her. Deswegen kann nicht schaden, die zu ziehen, zu tauschen. Wird immer gefragt sein. Es gibt immer Leute, die das spielen wollen wahrscheinlich. Dann haben wir die Falle Painful Escape. Die wird Secret Rare sein, ist TCG Exclusive. Wurde gerade erst angekündigt. Zwar kann sie ein Monster von dir tributen und dann fügst du dir von deinem Deck ein Monster hinzu mit demselben Typ, Attribut und Level, aber mit einem anderen Namen. Also für Themendecks auf jeden Fall eine gute Karte. Und die Meinungen bisher sind sehr gespalten. Viele finden die halt zu langsam. Minus 1 ist das ja theoretisch. Kommt drauf an, was du auf den Friedhof schickst. Und die anderen finden es halt ziemlich gut. Eine allgemeine Search-Karte für jedes Deck. Vor allem die älteren Themendecks haben keinen themeneigenen Searcher meistens, so wie die neueren Decks haben halt alle sowas und die älteren halt eher nicht. Zum Beispiel, keine Ahnung, Insektor. Kann man halt zum Beispiel Hornet-Tributen sich Dragonfly auf die Hand holen und dann Dragonfly ausspielen. Hornet ist im Friedhof oder sowas. Also hauptsächlich Tier 2 Decks, aber es gibt auch Tier 1 Decks wie zum Beispiel Burning Abyss. Da könnte die nicht schlecht kommen. Also ich finde, die hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Dann haben wir auf Platz 10 eine Fallenkarte, Urgent Ritual Art. Ist eine Fallenkarte, Secret Rare. Also ist keine Necros Fallenkarte, aber höchstwahrscheinlich eine gute Supportkarte für Necros. Und zwar kann man mit ihr eine Ritualzauberkarte banishen aus dem Friedhof und dann dessen Effekt übernehmen. Sprich, du kannst in der gegnerischen Runde Ritualbeschwörungen durchführen, dem Gegner in seiner Runde Trishula verpassen. In Japan war sie rare, bei uns Secret Rare. Ihr wisst Bescheid, also bin jetzt kein Necros-Spieler, aber ich kann mir vorstellen, was man für Faxen damit anstellt. Und ich denke mal, das wird auch eine sehr gefragte Karte sein. Vor allem, weil sie Secret Rare ist. Und das war's auch schon. Die Top 10 von den Karten aus Dimension of Chaos. Sneak dieses Wochenende. Wir werden wahrscheinlich auf einer sein, Funtainment München. Schaut vorbei, wenn ihr könnt. Ansonsten alle Karten natürlich auch bei unseren Sponsoren. Checkt die mal ab. Und ich hoffe, ihr leidet nicht so viel auf der Sneak und beim Versuch, ein bisschen zu geiern.